weil der Prophet sallam, sagte, das Gebet wird unterbrochen, wenn zwischen dir und dein Sutra eine Frau, menstruierende Frau, das wird eine Frau, die schon erwachsen ist, und ein schwarzer Hund, ein Esel und ein schwarzer Hund. Dann hat man gesagt, warum schwarzer Hund? Der hat gesagt, der schwarze Hund ist Shaitan. Dann hat Aisha gesagt, wie könnt ihr uns vergleichen? Das ist ihre Meinung. Das ist die Meinung von Aisha. Und das, da hat sie gesagt, wie kann man das vergleichen? Das wird bei diesem. Aber der Prophet hat nicht die Frauen mit Hunden und mit Eseln verglichen, sondern der hat gesagt, das Gebet wird unterbrochen, wenn das passiert. Und das ist kein Vergleich. Und da gibt es eine Regel bei den Gelehrten. Wenn etwas zu Hause vom Propheten passiert und die Frauen vom Propheten etwas erklären, dann ist das gewichtiger und das ist Barakallahu fikum, eher wird von ihnen angenommen. Und wenn das außerhalb ist, dann eher von den Sahaba, weil die Frauen nicht draußen waren mit dem Propheten.